Hi, I'm John Landis, and you're about to watch Schlock. I'm sorry. Hallo, Herr Egersdorf. Grüß Gott, Herr Pickham. Wir bleiben beim Sie, würde ich vorschlagen. Also, ich finde, das hat was. Gerne. Also, ja. Ja. Duzen eigentlich immer erst nach dem dritten Geschlechtsverkehr. Okay, gut, in Ordnung. Lagerstätte eines Schlocktropus oder Schlock, der von uns Wissenschaftlern als das fehlende Glied angesehen wird. Und ich glaube zuversichtlich, wir stehen vor der größten wissenschaftlichen Entdeckung seit 8 Wochen. Es schlockt Milch, Schokoladentorte und Menschen. Schlock, das Bananenmonster. Man kann es nicht bremsen. Kann es wahre Liebe fühlen? Darf sich ein derart altes, fehlendes Glied noch an 17-jährige Mädchen heranschlocken? Wie schlockt die Kirche dazu? Schlock, das Bananenmonster. Warum findet es die Umwelt zum Schreien? Das ist eine Überraschung. Kanal 6 bringt Ihnen zum ersten Mal im Fernsehen den Schlock, das fehlende Glied. Sagen Sie mal, Schlock, sind Sie wirklich der Bananenkiller? Ich bin Joe Putzman. Hey, setz dich, Mann. Na los, setz dich. Okay. John Landis bringt den unverschämtesten Lacherfolg seit Kentucky Fried Movie. Schlock, das Bananenmonster. Kann das fehlende Glied eine echte musikalische Karriere in der heutigen Plattenindustrie schlocken? Es schlockt around the clock, dass es nur so rockt. Dieser Film handelt nicht von einem amerikanischen Werewolf. Deshalb heißt er Schlock, das Bananenmonster. Ein Film von John Landis. Das Publikum rast. Schlock, ein Heuler. Schlock, ein Brüller. Schlock, ein Reißer. John Landis ist Schlock, das Bananenmonster. Ein Schlocker der Spitzenklasse. Wir sprechen ja über Schlock, das Bananenmonster. Ja, aus dem Jahre 1973 eigentlich offiziell, ein bisschen früher schon gedreht. Und von John Landis, ein amerikanischer Monster-Trash-Film, kann man erstmal sagen. Den Sie ja auch nicht wirklich vorgeschlagen haben. Also das ist auch ein bisschen jetzt die Ausnahme. Sie sind nicht zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Beckham, ich würde ganz gerne über Schlock, das Bananenmonster, sprechen, weil ich den Film super gerne mag. Haben Sie ihn von Anfang bis Ende geschaut? Ja, ich nehme solche Aufträge immer sehr ernst und widme mich dann und habe den Film komplett angeschaut. Und auch das Zusatzmaterial mir auch noch zusätzlich angesehen. Die Frau war dann schon lange im Bett, die hat sich geweigert mitzusehen und hat dann schon geschlafen, als ich ins Bett mich legte. Und jetzt, dass Sie trotzdem mit mir sprechen, obwohl Sie den Film gesehen haben, das ist einfach ein Akt Ihrer Professionalität oder Mitleid? Oder? Ja, es ist einfach so ein Pflichtgefühl. Man hat sein Ja-Wort gegeben, man steht in der Schuld und nimmt seine verrostete Flinte und rennt der Übermacht der 100 schwer bewaffneten Söldner aus Amerika gegenüber und versucht zumindest ein paar noch mit in den Tod zu reißen.
Ja, also ich bin Ihnen auf jeden Fall sehr dankbar. Also im Grunde stehe ich auch in Ihrer Schuld. Das ist fast so, Sie haben was gut. Ja, Sie haben was gut im Grunde, kann man sagen. Ja, gucken Sie denn generell überhaupt Filme außerhalb jetzt von Schlock, das Bananenmonster? Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe auch von dem Herrn Landis, habe ich zum Beispiel sehr gern American Werewolf angeschaut. Mhm. Der am Anfang, es ist schon lang her, dass ich den gesehen habe, der fängt, glaube ich, sehr, sehr lustig und heiter an und wird dann doch immer gruselig. War mir fast in meiner zarten Jugend fast ein wenig zu gruselig, aber ich habe den als sehr guten Film gespeichert. Und ich habe auch sehr gern natürlich die Blues Brothers angeschaut. Ja, den hat er auch gemacht. Also muss dazu sagen, Schlock, das Bananenmonster ist im Grunde sein Erstlingswerk. Er selbst spielt auch Schlock, das Bananenmonster. Er steckt im Kostüm drinne, hatte nicht genug Geld für Schauspieler, kennt man ja manchmal auch. Und das war sein Erstling. Dann hat er danach auch, hieß es Kentucky Fried Chicken Movie. Das war... National Lampoon. Das National Lampoon war eine Satirezeitung, vergleichbar mit der Titanic hier bei uns in Deutschland. Und die hat dann angefangen, Filme zu produzieren. Solche Gaga-Filme, wie, also Schlock das Bananenmonster noch nicht, aber das ist, schlägt ein bisschen in die Kerbe. Und so ist John Landis eigentlich ein bisschen, hat sich aus den 70ern rausgerettet und hat dann eben zum Beispiel uns ja ganz gute Filme am Ende dann doch beschafft, wie eben die von Ihnen bereits erwähnten Blues Brothers. Ich meine, wir sind ja in den 70er Jahren heute ausnahmsweise. Das erste Mal übrigens in meiner Sendung, sonst sind wir immer in den 80ern. Aber wir wollen trotzdem über die 80er reden. Was waren Sie denn so für ein Typ in den 80er Jahren? Waren Sie da ziemlich cool oder waren Sie eher Außenseiter? Ja, ich glaube, ich... Also ich war Jazz-Snob, da habe ich ja schon darauf hingewiesen. Jazz-Snob, okay. Mhm. Jazz-Snob, da hat ein Freund von mir, hat auch zu der Zeit Jazz gehört. Die anderen im Umkreis, es hat eigentlich niemand Jazz gehört. Es war eine Möglichkeit, sich schon mal vom Musikalischen her maximal von allem fernzuhalten, was einen umgibt. Und das hat sich dann eigentlich Jahrzehnte später als dumm herausgestellt. Also ich habe das dann alles im betagten Alter, habe ich diese ganze aktuelle Musik, die es zu der Zeit ja gab, nachhören müssen und habe das, empfinde es jetzt als maßlose Dummheit, sich nur auf den Jazz zu kaprizieren und sich Wunder was zu erwarten durch diese Sonderhaltung, die man da einnimmt. Das war eigentlich vergeblich. Und ja gut, aber ich meine, also ich habe zum Beispiel in den 90er Jahren dann habe ich zum Beispiel immer Bluesmusik gehört und auch immer Film-Soundtracks. Deswegen, also immer so instrumental. Ist auch hart, ich weiß. Und da war ich natürlich auch ein bisschen Außenseiter, aber ich würde nicht sagen, ich war ein Snob. Ich war halt einfach ein bisschen seltsam. Ich habe halt eher das gehört. Die anderen haben halt so Chartsmusik gehört. Ist das nicht das auch ein bisschen der Ursprung Ihres ganzen Seins, dass letzten Endes Sie einfach auch ein besonderer Mensch sind, der nicht vielleicht so mainstreamig auch damals gar nicht war? Oder ist es jetzt zu tiefsinnig? Nee. Ja, schön, schön, wie Sie das jetzt gesagt haben. Danke. Das wäre, ja, vielleicht kann ich in 12, 14 Jahren mal einen Frieden damit machen. Fangen wir nochmal an bei Schlock, das Bananenmonster, wo wir ja eben schon mal waren. Wenn jemand diesen Film noch nicht gesehen hat, und wir gehen davon aus, dass es auch Leute gibt, die den noch nicht gesehen haben, wie würden Sie denn jemandem diesen Film erklären? Um was geht es denn da? Der Film beginnt mit einer Kamerafahrt über einen kalifornischen Freizeitpark, ist das richtig, wo Leute mit nach meinem Geschmack mit etwas unambitionierten, verdrehten Gliedern, also die Glieder sind nicht wirklich grotesk verdreht, aber die liegen da und man kann ahnen, dass es Menschen sind, die so tun sollen, als ob jemand tot wäre. Und dann kommt noch ein Fernsehsprecher dazu und dann stellt sich heraus, dass das ein Verbrechen war und dass niemand weiß, wer diese Menschen gemordet hat und dass an diesem Schauplatz sich Bananenschalen befinden. Und dann
erleben wir mit diesem Bananenmonster, das dann irgendwann auch zu sehen ist und in einer Höhle unter der Erde wohnt, einige Verbrechen oder Nichtverbrechen. Es hat auch eine gute Seite, diese tierähnliche Halbmensch, und zum Schluss hin findet dann, wie so üblich in Monsterfilmen, die Vernichtung statt. Wenn Sie das so erzählen, das klingt sehr tiefsinnig, finde ich auch. Da kriegt man richtig Lust, den Film zu gucken. Ja. Ein bisschen haben Sie sich jetzt auch, glaube ich, an mein Hemd gewöhnt, oder? Ist vielleicht... Ach so, ja, ja. Ja, ja, geht es. Gut. Das ist übrigens auch von meiner... Floral, habe ich gesagt. Das ist von meiner Freundin, das ist nicht meins übrigens. Das habe ich mir... genäht? Oder das weiß... Nee, sie hat es nicht so mit dem Nähen, aber ich leihe mir manchmal Hemden von ihr aus. Von der Frau? Ja. Von der Freundin? Ja, aber eigentlich nur für... meistens nur für Interviews. Ja, ein bisschen so ein... Ich weiß nicht. Also so ein Kontrast zu meiner weißen Rückwand. Auch. Im Grunde. Ja. Und man hat auch immer was zu gucken. Und es beruhigt, glaube ich, auch ein bisschen die Pflanzen. Also jetzt mit der Information, dass es das Oberteil von der Freundin ist, ist jetzt eigentlich mit der Akzeptanz bei mir jetzt schon ein bisschen minimiert sich das Ganze. Hm. Was guckt sie denn gerne für Filme? Was ist denn so ihr Filmgeschmack? Falls sie einen haben. Ich war jetzt aktuell in dem, wie heißt der, Tenet. Ja. Und habe mich sehr gefreut, dass man eigentlich nicht weiß genau, was passiert und dass irgendwelche Leute auf der Autobahn rückwärts fahren und die anderen fahren geradeaus. Und obwohl man es nicht versteht, dass man ein Vergnügen erlebt. Das hat mich erfreut. Das ist eigentlich ein seliger Zustand, wenn man sagt, ich steige nicht genau durch, aber trotzdem macht es Spaß. Also vielleicht als Lebensmotto, glaube ich, zumindest für meinen Teil, dass man sagt, ich habe das meiste vielleicht nicht ganz durchblickt, aber dennoch war es schön. Also das, wenn man das noch in schöne Worte fasst, das könnte man sich fast auf die Grabplatte meißeln. So am Ende des Lebens, dass man das, so die letzten Worte. Das war von vorn bis hinten undurchschaubarer Scheißdreck, aber schon auch vergnüglich zum Teil. Wir haben ja bei Schlock, das Bananenmonster, haben wir ja auch so ein, wie eine Persiflage zu 2001 Odyssee im Weltraum, wo dann er, Schlock, als Affe, glaube ich, irgendwas hoch in die Luft wirft, ein Knochen oder etwas Ähnliches. Können Sie sich daran noch erinnern? Ja, ja. Genau. Ja, ja. Allerdings war es jetzt nicht wirklich lustig, oder? War der Film überhaupt lustig? Fanden Sie den irgendwie amüsant? Haben Sie sich irgendwie amüsiert? Also was mich irgendwie angerührt hat, war die Szene, wo, ich glaube, da trifft Schlock das erste Mal diese blinde Frau. Mhm. Und dann gibt es so einen Griff an die Brust der Frau. Und das ist so ganz zart. Und ich kam ein bisschen ins Träumen und habe mir gedacht, der Hauptdarsteller, der Regisseur, der Affe, hat sich das ausgedacht, weil er der Schauspielerin wirklich mal ans Oberteil fassen wollte, aber es passiert so ganz zart und wahrscheinlich hat er auch nichts gespürt durch diese Affenmaske durch. Das hat mich ein bisschen angerührt, dieser verhaltene Griff. Ein bisschen hat mich die Polizei auch an diese Polizeifiguren im Werk von der großen Astrid Lindgren erinnert. Also die sehr teppisch dargestellten Polizisten. Es hat mich irgendwann mal, als ich Pippi Langstrumpf gelesen habe, das hat mich erfreut, dass man sich da ein wenig lustig drüber macht. Das macht der Film auch sehr ausgiebig. Mochte ja auch eigentlich, wenn ich jetzt so überlege, diesen Fernsehsprecher eigentlich auch ganz gern. Und natürlich der Wissenschaftler mit dem Ofenrohr über dem Kopf. Also da habe ich schon in homöopathischen Dosen mich erfreut. Das ist, wie gesagt, nicht ganz mein Geschmack.
Ja, meiner auch nicht so, ehrlich gesagt. Ich mag nur John Landis sehr, sehr gerne. Und auch Rick Baker, dieses Kostüm entworfen hat, finde ich auch ganz toll. Der hat sich mittlerweile auch zur Ruhe gesetzt, weil er gesagt hat, man braucht meine Effekte nicht mehr. Heute wird alles aus dem Computer gemacht und deswegen braucht man keine handfesten Puppeneffekte mehr oder irgendwelche Masken oder so. Was sehr, sehr schade ist, finde ich. Ja, er hat ja später auch noch bessere Sachen gemacht als jetzt Schlock, das Bananenmonster. Ansonsten ist es ja wird es beschrieben als Horror-Comedy und ich finde, es ist weder das eine noch das andere. Also es ist weder Horror noch ist es Comedy, sondern es ist einfach ein Film, der durch seinen Regisseur seine Daseinsberechtigung hat und halt in gewissen, vielleicht ist er auch ein bisschen Partyfilm, vielleicht würde man auch sagen, es ist so eine Art Partyfilm, man kann ihn irgendwie laufen lassen und tut sich nicht weh dabei und so weiter, ja, glaube ich, auf der anderen Seite. Und dann ist es aber auch so, filmhistorisch muss man sagen, ist das, gab es in der Zeit auch so ein bisschen so einen Umbruch in der amerikanischen Filmlandschaft. Und da hat man halt irgendwie mit diesen Filmen, mit diesen Klamauk-Filmen, das gab es halt vorher auch noch nicht so. Und das waren so ein bisschen die Ursprünge und das ist dann geendet in zum Beispiel so Sachen wie Die nackte Kanone. Oder was gibt's noch in dieser Richtung? Die verrückte Reise in einem Flugzeug oder später Hotshots oder solche Sachen, also solche überzogenen satirischen Filme, weil es gab vorher nur was so wie ein Screwball, ja, eine Screwball-Komödie. Wissen Sie, was das ist? Eine Screwball-Komödie? So einfach, ist ja auch ziemlich übertrieben, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen an so eine Screwball-Komödie, aber ist nicht so lächerlich, sage ich mal. Also ich finde das immer ganz wichtig, wenn man Filme guckt. Bei manchen, so wenn man die heute guckt, meine Tochter guckt manchmal Filme, sagt, das ist jetzt eigentlich nicht mehr, reißt mich nicht mehr so vom Hocker. Aber man darf nicht vergessen, dass manche Filme, die ich ihr dann zeige, die sie dann gucken muss, dass das die ersten Sachen waren, die damals gelaufen sind. Die haben einfach, ja, davor gab es sowas halt nicht. Deswegen war es für die Leute damals ein ganz anderes Gefühl als für uns heute. Ansonsten würde man davon, also ich würde davon abraten, ihn zu gucken, ja, muss ich ehrlich sagen. Ich würde es jetzt niemandem empfehlen, weil man braucht schon ein bisschen Sitzfleisch. Ja. Wenn man nebenbei was macht, ich habe gestern dabei zum Beispiel gebügelt. Ja, gebügelt. Also während ich das geguckt habe, dann, ich musste irgendwas machen dabei und dann habe ich gebügelt. Bügeln Sie manchmal auch? Nee. Meine Frau hat mir irgendwann beigebracht, dass wenn man die Sachen vernünftig zum Trocknen aufhängt, ja, dass man dann nicht mehr bügelt. Und ich glaube, seit ich das gelernt habe und es befolge, habe ich, glaube ich, seit über 10 Jahren nichts mehr gebügelt. Tatsächlich. Das müssen Sie mir vielleicht dann später nochmal erklären, wie man gut seine Wäsche aufhängt. Also, dass es faltenfrei hinunterhängt. Das geht ja nicht immer. Kommt drauf an, was sie tragen auch. Also ein bisschen. Manchmal gibt es ja auch so. Also es gibt aber, ich glaube, meine Frau bügelt alle 9 Jahre mal was. Mhm. Und dann ist es irgendwas, das man nicht durch geschicktes Aufhängen faltenfrei trocknen hat lassen können. Und deswegen das heiße Eisen dazu nimmt. Aber ich habe noch nicht ganz durchschaut, wie sich diese Kleidungsstücke von den anderen unterscheiden. Schade. Und gibt es da eine bestimmte Box, wo dann die Sachen gesammelt werden und dann nach 9 Jahren gebügelt? Also die man jetzt sonst nicht irgendwie, wenn man es trocknet zum Beispiel? Ich habe es, wie gesagt, nicht ganz durchstiegen, wenn man gebügelt wird. Vielleicht sind es da irgendwelche hirnchemikalischen Prozesse, wo einfach in der Frau sich das anstaut, dass sie doch wieder mal bügeln muss. Also ich bügel ganz gerne, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es sehr beruhigend. Ich kann das nur empfehlen, wirklich. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Ja, sinnvoll zu dem Film, wo man sagt, der Bügelfilm. Also was mir auch neu war der Partyfilm, dass es sowas gibt. Ja. Aber das ist für mich ein neues Sujet und anscheinend gibt es auch den Bügelfilm. Es gibt jetzt den Bügelfilm, den haben wir jetzt gerade erfunden. Zum Beispiel, wenn Sie den Schlock nochmal auf Englisch gucken, dann könnten Sie zum Beispiel dabei bügeln. Dann wird der Film vielleicht auch besser. Also der Film ist auf jeden Fall, er ist gut gemacht, er ist gut geschnitten. Es gibt keine verwackelten Aufnahmen. Das ist schon alles sehr ordentlich produziert. Und wenn man sich mal irgendwelche Fassbinder-Filme ein paar zu viel angeschaut hat. Ich glaube, das waren auch keine höheren Budgets. Das finde ich nicht ausschlaggebend. Also,
Das ist schon, das ist jetzt kein High-End-Monsterfilm, aber es ist auch kein blutiger Trash-Film. Warum sollte man sich Schlock, das Bananenmonster, denn unbedingt mal anschauen? Wenn man das Gefühl hat, man müsste einmal einen Monsterfilm sich anschauen, weil es dazugehört, aber große Angst hat, Schaden davon zu tragen, weil man sich fürchtet und die Angst in einem aufkommt, dass das Konsequenzen für den Rest des Lebens hat, ist Schlock bestimmt nicht die schlechteste Wahl, weil man sich bei dem Film so gut wie nie fürchten kann. Also lustige Monsterfilme ist es, glaube ich, tatsächlich der erste in meinem Leben, den ich gesehen habe. Und vielleicht auch der letzte, wer weiß. Möglicherweise, ja. Ja, also wenn wieder einer mal kommt und sagt, wollen Sie ein Interview mit mir machen über ein natürlich ein gewisses Grundwissen, da kann man das nächste Mal drauf aufbauen. Also für John Landis-Fans können sie durchaus mal reingucken. Ich finde, man sieht schon ein bisschen, dass es von John Landis ist, wenn man so seine Filme kennt. Ja, dass er so auch ein bisschen wie die Polizei aufgebaut ist. Und so. Sie sagten vorhin Pippi Langstrumpf, was ich auch sehr interessant fand, als Vergleich. Aber auch später hat er in den Filmen, bei Blues Brothers zum Beispiel, hat er auch immer die Polizei ähnlich dargestellt. Vielleicht nicht ganz so überzogen, aber schon in diese Richtung. Hat es Ihnen denn auch ein bisschen Spaß gemacht, Herr Egersdörfer? Ja, ist doch schön vergangen, die Zeit. Ja. Ich bin jetzt kein großer Freund von diesen Konferenzen, aber das war doch alles in allem. Ja, das war doch. War nicht so schlimm. War doch. Sie bereuen es nicht. Sie bereuen es nicht, dass ich Sie die ganze Zeit jetzt seit 3 Monaten genervt habe und Sie dann doch gesagt haben, sonst lässt er mich nie in Ruhe, haben Sie wahrscheinlich gedacht. Sozusagen offiziell jetzt mal gesehen bedanke ich mich bei den Zuschauern auch, dass sie uns gefolgt sind in dieser Sendung und uns fröhlich gelauscht haben und auch ihren Erfahrungen mit dem Film Schlock, das Bananenmonster und ihren gewissen Erfahrungen in den 80er Jahren. Pippi Langstrumpf, aber das war schon früher wahrscheinlich, Pippi Langstrumpf. Ich habe das ja nur gesehen, ich habe es nicht mal gelesen. Würden Sie das mir eigentlich empfehlen, das zu lesen? Pippi Langstrumpf? Ja. Also ich mochte die Filme sehr gern. Ich habe die Carlsson vom Dach mochte ich eigentlich auch sehr gut. Sehr gern. Das war wirklich ein großer Erfolg. Was, glaube ich, gewöhnungsbedürftig ist oder was eine gewisse Länge hat, ist, glaube ich, Ferien auf Salzkrokan. Ich glaube, die liefen bei mir mal in einem Kinderferienprogramm und es hat mich, obwohl ich ausgeschlafen war, sehr schnell sehr, sehr müde und auch ein bisschen traurig gemacht. Aber sollte sich es fast mal wieder anschauen. Ich glaube, da passiert so gut wie gar nichts. Und das ist ja auch nicht so, das ist ein bisschen Entschleunigung, das ist ja gar nicht so schlecht. Und auch, wie gesagt, ich suche ja auch immer Filme, wo ich bei bügeln kann. Deswegen. Ja, ich glaube, da kann man sauber mal einen Wäschesack wegbügeln. Ja, super, super, da nehme ich wenigstens jetzt auch was mit aus dem Gespräch. Ja. Herr Egersdörfer, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und dass Sie es mitgemacht haben. Und vielleicht bis zum nächsten Mal, wer weiß. Vielleicht gibt es noch einen anderen Film, über den wir eines Tages nochmal sprechen werden. Machen Sie es gut. Tschüss. Macht man das jetzt aus? Verlassen, auf, oder? Ja, auf verlassen oder beenden können Sie auch beenden. Sie können auch einfach gehen.